وقل رَبِّ زدني علما. الحمد لله وحده والصلاه والسلام على من لا نبي بعده، اما بعد الله سبحانه وتعالى زاكت ان سوره اخت سوره الانفال ديبويت فاست 33. "وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم" Aber Allah würde sie nimmer strafen, solange du unter ihnen bist, und Allah würde sie nimmer strafen, solange sie um Vergebung bitten. Jeder von uns hat Sünden und jeder wünscht sich, dass Allah subhanahu wa ta'ala einen dafür nicht bestraft, und zur Rechenschaft zieht. Und hier sagte Ibn Abbas zum Vers, dass Allah subhanahu wa taala zwei Schutzarten auferweckt oder herabgesandt hat, die vor seiner Strafe schützen. Die erste war der Prophet, sallallahu alaihi wasallam, so wie es im Vers heißt. Aber Allah würde sie nimmer strafen, solange du unter ihnen bist. Diesen Schutz aber hat Allah subhanahu wa taala zu sich genommen denn der Prophet sallallahu wasallam, ist gestorben. Da aber Allah der Edele und Barmherzige ist, wollte er diesen Schutz vor seiner Strafe weiter bestehen lassen, und zwar bis zum Tag der Auferstehung, so wie es in einigen Überlieferungen heißt. Deswegen sagte er Subhanahu wa Ta'ala im Vers weiter, und Allah würde sie nimmer strafen, solange sie um Vergebung bitten. Der sogenannte Al-Istirfar, das Sagen von Astaghfirullah oder Rabbi Firli oder die anderen Arten oder Varianten des Istirfars. Deswegen liegt es an dir, wie sieht es aus mit dem Istirfar bei dir? Lege dir einen Wirt zu, einen Teil deiner Zeit, indem du den Istirfar aussprichst, seines 100 Mal, 200 Mal und so weiter und du wirst sehen, dass das wirklich wenige Minuten sind deiner 24 Stunden. Und wer wirklich Angst hat vor der Strafe Allahs, der wird sich den Istighfar vergegenwärtigen und ihn in seinen Plan einbauen. Auf das Allah Subhanahu wa Ta'ala uns vor seiner Strafe schützt. wallahu a'lam rabbil